Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein kleines Unboxing und zwar von dem Anker USB Typ C zu USB 3.0 1,8 Meter Ladekabel. Ja, das ist eigentlich nichts Besonderes, deswegen ist es ein Mini-Unboxing. Aber dennoch möchte ich euch das nicht vorenthalten. So, nachdem wir die Klebeschleifen entfernt haben, können wir das ja aufklappen und sehen hier Americans Leading USB Charging Brand. Das kann ich tatsächlich behaupten. Ich habe in meinem Haushalt hauptsächlich Anker-Kabel und die Kabel sind wirklich gut. Sie halten straff und die haben auch keine Wackelkontakte. So, dann haben wir einmal das Kabel und den Anker-typischen Happy Not Happy Faltbroschüre dabei. Und die schreiben hier, dass man ihnen supportmäßig also dass sie uns supportmäßig helfen, wenn man Fragen hat, und das ist auch, soweit ich weiß, kostenfrei. Man kann den halt auch eine E-Mail schicken. Und bei der Happy würden sie sich freuen, angeblich, wenn man eine Review auf Amazon schreibt. So, und dann befindet sich hier das Kabel. Freundlicherweise, das ist neu, haben sie solche Clips, womit man die einzelnen Kabel, die einzelnen Strängen dann zusammenhalten kann, weil 2 Meter sind dann doch schon relativ lang. Und ja, die sind hier festgehalten an dem Kabel. Und das kann man eigentlich nur öffnen, wenn man es aufschneidet. Aber das ist nicht so schlimm, weil sonst geht das verloren. Das allerdings kann man aufschneiden, das ist nur irgendeine Seriennummer. Ja, und dann sieht man hier einmal USB 3 und einmal USB Typ C. Also das ist der A-Port und das ist der C-Port. Das Kabel ist, soweit ich weiß, bis 5000 Knicke geschützt und soweit ich auch weiß, tut mir leid, wenn das falsch ist, sind die Stecker tatsächlich aus Stahl. Genau. An sich, die Qualität fühlt sich sehr hochwertig an. Das Kabel ist hier aus so einem faserartigen Material und nicht aus dem normalen Plastik. Das Kabel ist fett, beziehungsweise dick im Durchmesser. Das heißt, Quick Charge wird auch problemlos damit funktionieren. Das ist ja nicht üblich eigentlich bei 2-Meter-Kabeln. Genau. Ja, könnt ihr nochmal kurz gucken. Genau, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren fragen. Macht's gut und tschüss.